Das geht jetzt hier wirklich an alle Coaches, die schon Coaches sind, an alle Trainer, an alle Berater, an alle, die sich Heiler nennen, an alle, die irgendwo eine Ausbildung gemacht haben, weil es so wichtig ist. Es ist so wichtig, dass du verstehst und dass du begreifst, dass du all dein Heil, dein Coaching, all das, was du noch glaubst, lernen zu müssen, dass du alle Strategien, die du glaubst, verfolgen zu müssen, Verkaufspsychologien, betriebswirtschaftliches Wissen, all das ist nicht der Weg. Du bist gerade lost. Du suchst Kunden, Leute versprechen dir, magnetisch zu werden, für Kunden zu sein, Businessstrategien etc. pp. Und ich möchte dir sagen, du fängst am absolut falschen Ort an. All das, was dir fehlt im Außen, sei es Kunden, sei es Anerkennung, sei es Sichtbarkeit, sei es Geld, sei es Umsatz, fehlt dir im Innen. Fehlt dir im Innen, du bist noch nicht diese Persönlichkeit, die von sich selber überzeugt ist, dass sie wertvoll ist, dass sie wichtig ist, dass sie gebraucht wird, dass sie ein Beitrag ist. Dein Kopf, dein Verstand mag dir das womöglich sagen, ja? Und du hörst es immer wieder, du hörst Videos. Und du musst das machen und du musst hier noch besser werden und du musst confident auftreten. Das kannst du alles versuchen. Aber wenn du es nicht bist, wenn du es wirklich nicht bist, wenn es nicht deine Persönlichkeit ist, wenn es nicht das ist, was du immer und überall bist, was du immer und überall fühlst, wenn du diese Identity, dass du gut, richtig, gewollt, wichtig bist, nicht verkörperst, kannst du lernen, so viel du willst, wie Marketing gemacht wird, wie man verkauft, verkaufen lernen, alles Mögliche, das wird dir nicht helfen, weil deine Energie immer noch ausstrahlt, irgendwas fehlt bei mir noch. Und das kannst du nicht unterdrücken. Du kannst deine Energie nur so ausrichten, indem dir sonnenklar ist, wer du wirklich bist. Wer du wirklich bist auf dieser Welt. Warum du vor allem Coach, Berater, Helfer, Unterstützer sein möchtest. Das muss dir so sonnenklar sein, warum du gerade du diesen Job machst. Und warum dieser Job so gut und richtig ist und funktioniert. Und wenn du da nur leichte Zweifel dran hast, wenn du meinst, ja, vielleicht mache ich hier noch was falsch, vielleicht mache ich da noch was falsch, sagt in deiner Energie eine Information, es ist was falsch an mir. Irgendwas ist noch nicht gut genug. Wenn du irgendwie glaubst, dass irgendein Lebensbereich vielleicht noch nicht sichtbar sein darf für die Menschen, den du versuchst zu verdecken, weil du versuchst, Showmarketing zu machen, weil du versuchst zu zeigen, was du schon alles erreicht hast, aus deinen Bildern, aus deinen Posts, kommt die Energie raus von jedem einzelnen Gedanken, von jeder einzelnen Ansicht, die du über dich hast. Wenn du nur glaubst, du bist zu dick, wenn du nur glaubst, du sollst hier oder da etwas anders sein oder etwas anders machen oder etwas anders wollen, wird es in deiner Ausstrahlung, in dem, was du ausstrahlst, in dem, was du nach außen bist, auch wenn du es noch so versteckst durch Klamotten, irgendwelche tollen Reels, Videos, Fotos, diese Energie, von der du überzeugt bist, dass du bist, was dein Platz ist, was du wahrhaftig bist, wird sich im Außen zeigen. Und kein Grund dieser Welt kann verdeckt werden, wenn er für dich ein Grund ist.
Keine Annahme dieser Welt kann verdeckt werden, wenn sie für dich eine Annahme ist. Deine Energie lügt so, so, so nie. Und erst wenn du erkennst, deine wahrhaftige Divine Design Persönlichkeit, dieses ganze Funktionieren über Personality und Identity, und zwar eine Identität aus deinem göttlichen Design, aus deiner höchsten Perfektion, dass die für dich gegeben und erlaubt ist und gewollt ist. Erst dann, wenn du diese Basics über unser Menschsein verstanden hast und für dich implementiert hast, wirst du dich so gut fühlen in dem, was du machst. Wirst du als Coach, als Berater, als Trainer, Therapeut willst du dich dann überhaupt gar nicht mehr nennen, übrigens, sondern du wirst dich so nennen, wie du bist, in Wahrhaftigkeit und in Wahrheit. Und du wirst Experte sein für Mensch im göttlichen Design. Du wirst Experte sein für das energetische Prinzip aus der höchsten Sichtweise, aus der höchsten Idee. Dann bist du sowas von glaubhaft. Dann erzählst du nicht mehr die Story vom Bär. Dann erzählst du nicht mehr irgendwelche Methoden oder Strategien. Dann ist es dir klar, wie man im Leben die Dinge bekommt, die man haben will. Sei es Gesundheit, sei es Geld, sei es Erfahrungen, sei es Liebe, sei es Beziehung. Der Weg ist immer selbst. Der Weg ist immer ich bin. Und wenn du als Coach und Berater oder irgendwelcher sonstiger Servicedienstleister deinen Leuten, deinen Kunden immer noch weismachen möchtest, dass es Bedingungen gibt, die sie erfüllen müssen, um erfolgreich zu sein, um gute Coaches zu sein, um gute Berater zu sein, dann wird es immer eine aufgesetzte Sache sein. Die Leute werden immer wieder probieren, Messlatten zu erreichen, die es gar nicht zu erreichen gibt. Das Einzige, was es zu erreichen gibt, ist deine eigene Identity. Dass du die bist, die du bist. Dass du der bist, der du bist. Dass du so krass hinter dir stehst, weil du es nun mal weißt. Weil du überhaupt keinen Zweifel mehr dran hast, weil du nichts beweisen musst, weil du keine Sachen vorzeigen musst, weil du so sicher bist und weißt, wer du bist. Weil du weißt, warum du Coach, Berater, Helfer, Mentor, Unterstützer sein möchtest. Weil du weißt, wie es funktioniert, wie es wirklich funktioniert. Und wenn du immer noch dran bist und versuchst, irgendwelche Sachen umzusetzen, zu erreichen, Verkaufspsychologie, irgendwelche Sachen, Strategie. Darum geht es nicht. Es geht auch nicht um Mindset. Es geht um Identität. Es geht um wahrhaftige Identität. Diese Identität, die du in Wahrheit bist, deine Divine Design Identity, die kreiert und generiert alles. Und wenn dir das einleuchtet und wenn du dastehst und sagst, ich will Leute empowern, ich will mit meinem Business, ich will Frauen in ihre Kraft bringen, in ihre wahrhaftige Kraft, und selber stehst du aber nicht in dieser Kraft, in dieser Identity, dann wirst du dir vorkommen wie ein Hochstapler, wie ein Lügner, wie ein Möchtegern, wie jemand, der einfach nur tut. Du wirst nie die Power in deine Angebote bringen. Du wirst nie die transformative Kraft in deine Angebote bringen, wenn du selber noch Angst hast, zu versagen, zu verlieren, Angst hast, nicht gut genug zu sein. Wenn, solange das noch ein Teil deiner Identity ist, wirst du es nicht schaffen. Es wird nicht funktionieren. Du wirst dich immer nicht gut genug fühlen, auf irgendeine Art und Weise. Du wirst immer irgendwo Angst haben, einen Fehler zu machen. Du wirst immer irgendwo Angst haben, dass etwas nicht ausreicht. Was ich für dich möchte, ist, dass du verstehst, warum du hierher gekommen bist und diesen wahrhaftigen Drang hast nach Fülle, nach Erfüllung für dich, nach Erfüllung für andere, nach Heilung, nach Heilsein.
warum diese ganzen Wünsche überhaupt da sind und wer du bist und als wer du hier gemeint bist und warum du überhaupt die Idee hast, dass du helfen kannst. Aber das muss erstmal deine Identity aussagen. Das muss erstmal für dich sonnenklar sein, dass du die bist, die hierher gekommen ist. Um den Menschen zu sagen, wer sie wirklich sind, wie das Leben wirklich funktioniert. Aber dazu muss es für dich sonnenklar sein. Und wenn es in dem Moment, wo es für dich sonnenklar ist, kennst du keine Angst mehr, kennst du keine Sorge mehr, kennst du keine Angst vor Ablehnung mehr, kennst du keine Angst vorm Scheitern mehr, kennst du keinen Mangel mehr. Aber es kann so an, wie du es versuchst und wie die Marketingwelt dir versucht darzustellen, wie es geht. Es geht nicht um Äußerlichkeiten, es geht nicht darum, was du gelernt hast, es geht nicht darum, was du kannst, technisch oder nicht technisch, es geht um gar nichts. Es geht nur darum, dass du selber weißt, wer du bist, damit du anderen Leuten sagen kannst, wer sie sind. Und alles andere ist eine Farce. Alles andere ist ein Anwenden von Methoden, ein Anwenden von irgendwelchen Baukastensystemen, die kleine Wirkungen haben können, die helfen, die bringen Erleichterung. Aber das wird dir nicht reichen. Es wird dir nicht reichen. Und wenn du ehrlich bist, ist es so, so, so zu wenig, was du gerade versuchst in deinem Leben als Coach, als Berater, als Mentor. Es ist dir zu wenig, aber nicht, weil es dir zu wenig Geld ist, sondern weil es dir zu wenig Impact ist. Es ist dir zu wenig Wirkung. Du hast zu wenig Power. Du hast zu wenig Push dahinter. Du siehst zu wenig. Everything is you pushed out. Du siehst zu wenig, weil du noch zu wenig bist für dich selber. Weil du noch eingeschränkten Moduses bist, weil du noch in Abhängigkeit bist vom Außen, von äußeren Umständen, von äußeren Rückmeldungen. Und darum geht es, dass du das verstehst, dass das die Vorstufe von egal welchem Business, Berater, Coaching, Network-Business, Ärzte-Business, es ist völlig egal, welches Business du hast als Servicedienstleister. Es ist People-Business, es ist dein Business, es ist Identity-Business. Dein Business ist deine Identity, dein Brand bist du. Und auch wenn du noch nie einen Branding-Prozess durchgemacht hast, hast du ein Brand. Das bist du. Und deine Energie brandet sich nach außen. Wie Brandzeichen. Und wenn da eingebrannt, womöglich könnte ich scheitern, vielleicht kann ich nicht gut genug, vielleicht bin ich bla bla bla. Dann hast du die Basic-Arbeit in dir selber noch nicht gemacht, dann bist du noch nicht so weit. Aber nicht, weil du zu wenig kannst, sondern weil du zu wenig bist, weil du dir erlaubst, zu wenig zu sein. Deswegen verkaufst du zu wenig, deswegen sprichst du zu wenig Leute an, deswegen hast du zu wenig Impact. Und du bist hier angetreten, um Wirkung zu haben da draußen, eine positive Wirkung, die Welt zu erleichtern, zu ermächtigen, die Frauen zu empowern, ermächtigen. Deswegen machst du das ja. Aber du kannst doch selber nicht zu wenig sein, während du andere coacht, mehr zu sein. Und so viele von euch sind am Start. Und so viele von euch verdienen richtig viel Geld damit. Aber wo ist der Impact? Du willst so viel mehr Impact, du brauchst so viel mehr Wirkung. Und das kannst du nicht, weil dir das Prinzip fehlt. Weil du nicht weißt, wer du bist im Prinzip in der Identity. Und deswegen kannst du das nicht dementsprechend weitergeben. Du musst sein, was du weitergibst. Und wenn du komplett alles weitergeben willst, musst du die Bedingungen rausnehmen. Musst du die Gründe, Begründungen rausnehmen. Dein einziger Antreiber kann nur sein, großartig zu sein, damit alle anderen in deiner Welt genauso großartig sind. Und es hat keine Bedingung dran zu knüpfen.
Es ist egal, wo du gerade stehst, wie dein Bankkonto aussieht, wie deine Liebesbeziehung ist. Du musst nur diesen Shift machen. Und diesen Weg gehen wir in Rising Up. Rising Up, Bigger Game and Business. Weil es der einzige Weg ist, wie du dahin kommst, wo du möchtest. Komplett. Komplett. Ohne dass dir was fehlt. Du bist komplett und dehnst dich so komplett, wie du bist. Weiter aus, weiter aus, weiter aus. Das ist der Weg. Und alles andere, wenn du versuchst, im Außen etwas zu manipulieren und Kunden zu gewinnen, Leute zu überzeugen, Kunden zu überzeugen, dich selber noch zu überzeugen, dann bist du in einer Identität, die nicht genügt. Und so wird es bleiben. Und es ist egal, auf welchem Level das ist. Es ist völlig egal. Dein Bankkonto kann voll sein. Aber solange dein inneres Gefühl noch irgendwie von Zweifeln oder von irgendwelchen Ängsten erfüllt ist, bist du nicht mit dem erfüllt, mit dem, was du erfüllt sein möchtest, mit Begeisterung, mit Bliss, mit Sicherheit, mit Ruhe, mit Gelassenheit, einfach mit dem Wissen, wer du wirklich bist. Und das ist das Video für Rising Up, Bigger Game, Business, eine viermonatige Mastermind, wo es nur um das geht. Nur um das, wer du bist, deine Identity. Dein wahrhaftiger Brand. Und dann wird sich das ausdrücken. In deinem externen Branding, in deinem Auftreten, in deinem Logo, in deinen Angeboten, in deiner Strategie, in deinem Bankkonto, in deinen Kundenrückmeldungen, in deinen Nachfragen. Aber da startet man. Und die allermeisten von euch, die starten woanders und irren rum. Und lernen hier noch und machen Coaching da noch und top, top, top. Es geht nur um dich. Und du kannst nur Vertrauen erwecken, wenn du es verstanden hast, um was es geht in dieser Welt. Um mich. Und in deiner Welt geht es um dich. Dass du rausfindest, wer du bist. Dann bist du ein guter Coach, ein guter Heiler, ein guter Berater. Und dann musst du dich nicht irgendwie nennen, was weiß ich, hohe Priesterin, Magierin, bla bla bla. Dann bist du du. Dann bist du. Ich bin Divine Design, ich bin göttliches Design. Das hat keinen Namen. Ich gebe den Namen, den ich trage, aber ich muss keine Bezeichnung, keine Erlaubnisgeber mehr drumherum geben. Nichts von dem. Und dann bist du so glaubhaft. Aber solange du dich selber noch auf irgendeinem Podest setzen musst, weil du glaubst, es gibt ein Podest mit Titeln, mit Slogans, mit Brandings, deine Energie wird immer gespalten sein. Die Leute, die wirklich Energie lesen können, wahrnehmen können, die werden immer denken so, okay, was ist das? Und nachher kommt der Human Mind und sagt, ja, aber das muss ganz, ganz toll sein, weil das ganz, ganz viel Geld verdient. Und die sagt, sie verdient so viel Geld und sie zeigt auch, dass sie so ein tolles Auto hat und so eine tolle Wohnung und so einen tollen Ehemann und überhaupt alles so toll und wo sie immer hinreist. Und dann geht sie immer auf die Malediven und jetzt hat sie ganze Familie eingeladen. Die muss toll sein, der muss sich nachhecheln. Nope. Ist nicht der Weg. Du musst niemanden nachhecheln, außer dir selber. Du musst niemanden zum Beispiel nehmen, außer dir selber. Das ist der Weg, der ist nachhaltig, der ist stabil, der läuft in alle Lebensbereiche, der geht über Business. Und wenn du da stehst, dann wirst du den richtigen Impact haben, dann wirst du das Divine Design Prinzip verkörpern und dann wirst du mit all deinen Methoden, die du gelernt hast, dann wirst du die auf das Divine Design Prinzip, nach dem Divine Design Prinzip anwenden. Und dann wirst du unweigerlichen Erfolg haben. Komm in meine Divine Design Welt. Erfahre, wer du bist. Erfahre, wie das Leben funktioniert. Erfahre, wie Erfolg funktioniert. Erfahre, wie Gesundheit funktioniert. Und in Rising Up, The Bigger Game, erfahre, wie großes Business funktioniert. Wie groß du sein musst für großes Business. Und so viele von euch da draußen tun einfach nur so.
weil sie es gelernt haben, weil man so tun muss. Tun so Marketing machen, tun so Reels, tun so. Wenn du jemand bist, der noch so tut, werde jemand, der so ist. Mastermind Rising Up the Bigger Game. Melde dich bei mir. Du weißt, dass ich recht habe. Du weißt, dass du das weißt. Du weißt nicht, was du dagegen tun kannst oder wie du vorgehen sollst oder was. Melde dich bei mir. Es ist der Weg in die absolute Freiheit, in den absoluten Erfolg. Und wenn du mal da Rising Up warst in the bigger game und dein Business auf Grundpfeiler, auf eine Foundation gestellt hast, dann kommt absolut. Das ist die ganz große Nummer, wo du erkennst, dass absolut nichts außerhalb von dir entsteht und besteht. Dann kannst du dein eigenes Universum aufbauen. Und das hat Impact, das hat Wirkung. Und das ist das, warum du angetreten bist. Ja, Miriam, danke. Wow. Ja, es ist so, das muss einfach mal gesagt werden. Und ich werde es noch viel, viel mehr sagen. Ich werde es so, so viel mehr sagen. Weil dieser Irrgarten, der jetzt im Moment so aktiv hier noch versucht, Leute zu gewinnen, die glauben, sie sind im Mangel und sie aus ihrem Mangel herauszubringen, das ist Elend, das ist übel. Niemand ist im Mangel. In meiner Welt steigst du ein und ich weiß, du bist null im Mangel. Und dann geht's los. Dann geht's los und es wird so groß. Divine Design Movement ist on the go. Divine Design Welt, Divine Design Community lässt sich kein Scheiß mehr erzählen. Keine Narrative, keine Einschränkungen, keine Mangel. Wenn du mal da eingestiegen bist, bist du erhaben über alles, was bedingt ist, was weniger ist und was umzu ist. Weg. Rising Up ist gerade noch offen für die Hälfte vom Preis 9.900 Euro für 4 Monate. Krasse, krasse Transformation von dir und deinem Business, wenn du dazu passt. Da ist ganz, ganz klar, du musst da reinpassen. Und ich freue mich, 2024 wird riesig, wird so groß. So viele Divine Design Coaches und Mentorinnen werden rausgehen und die Wahrheit sprechen. Und diese ganzen verdammten Abhängigkeiten, Bedingungen zerreißen, zerreißen. Nur so eins. Du musst so krass viel investieren, wie du nachher selber verdienen willst. Nur wenn du selber so viel investierst in dich. Du kannst so viel investieren, wie du willst. Du musst die sein, die in ihren Erfolg investiert. Und nicht in den Mentor und nicht in den Coach. Ja, ich kann noch 100 Stunden weiterreden, weil diese Narrative mir echt langsam sowas von auf den Nerv gehen. Aber wir sind dran und ich hoffe, du bist Teil von diesem neuen Divine Design Narrativ, von der Wahrhaftigkeit. Das ist ja nicht neu, sondern es ist einfach jetzt mal, buh, es kommt in aller Munde. Und es überdeckt all diese Einschränkungen, all diese Abhängigkeiten und Bedingungen, die wir nicht brauchen. In diesem Sinne, wir sehen uns dann. Bye.